So Leute, da bin ich auch wieder zurück. Ja. Ich lebe noch. Erstmal sorry dafür, dass so lange von mir kein Video kam, aber aus gegebenem Anlass, was heißt gegebener Anlass? Die, die mir auf Twitch quasi gefolgt sind, haben sie dann mitbekommen, dass in Fortnite die Aufgaben halt für mich keinen Sinn mehr gemacht haben hochzuladen, weil halt alles komplett im Menü erklärt ist. Das war halt der Grund, warum auf YouTube eigentlich gar nichts mehr kam. Ich habe nachgeguckt, ich glaube 150 Tage lang kein Video. Aber ich sage ganz ehrlich, ich habe es aber auch wirklich übertrieben. Ist zwar jetzt keine Entschuldigung, dass ich quasi 2 Monate lang gar kein Lebenszeichen von mir gegeben habe, egal wo, sei es auf Twitch, auf Discord, auf YouTube oder sonst irgendwo. Aber ich sage ganz ehrlich, ich habe es einfach übertrieben. Es hört sich komisch an, aber wenn man, wie viel war es bei Twitch? Ich meine, die dabei waren, wissen es ja. Ich glaube, ich hatte in den ersten 2 Monaten jeden Monat 160 Stunden, die ich gestreamt habe. Neben meinem Hauptberuf. Und das war halt einfach dann auf Dauer gesehen ein wenig zu viel. Weil man darf nicht vergessen, ich gehe 8 Stunden arbeiten, plus Hinfahrt, Rückfahrt etc. Essen, trinken, duschen, schlafen und irgendwo muss man dann auch noch Zeit finden für die Familie. Und genau die kam nämlich da deutlich zu kurz. Mit deutlich meine ich wirklich deutlich. Ihr habt es alle selber mitbekommen. Ich war eigentlich, sobald ich um 5 daheim war, 5:30, war ich online, offline gegangen, um, keine Ahnung, 10, 11, komplette Wochenende durchgestreamt. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, irgendwie macht es keinen Spaß mehr. Die bei Twitch dabei waren, haben es ja gemerkt. Ich habe dann versucht, was kam alles? WoW noch gestreamt, dann alle möglichen Spiele so ein bisschen durchprobiert, aber halt alles so Multiplayer-mäßig. Und im Endeffekt, es war irgendwie nie das Richtige. Und das Problem ist halt einfach, was haben wir zurzeit an Spielen? Wir haben jetzt eigentlich wirklich noch, was ich jetzt gespielt habe, die ganze Zeit. Ist nicht so, als hätte ich jetzt hier gar nichts mehr gespielt. Aber halt in FIFA reingesuchtet, aber da auch ruckzuck gemerkt, ja, es macht nicht mehr so viel Spaß wie früher. Ich sag nur so viel, ich hatte, lass mich lügen, 3,5 Millionen, 4 Millionen Coins, alles verzogen. Jetzt vor einer Woche wieder angefangen. Auch wieder mit FIFA spielen, aber im Endeffekt, es macht mir einfach nicht wirklich Spaß. Das ist eigentlich nur so Zeitvertreib. Ich sehe es ja gerade selber, beziehungsweise ihr seht es. Es sind 210 Leute online. Also Fortnite ist immer noch da, wo es in Anführungszeichen hingehört. Aber ich sage jetzt einfach, es ist halt irgendwie nicht mehr so mein Spiel mehr. Ich werde es mit Sicherheit bestimmt noch mal spielen, aber ihr seht schon an meinem Level. Ich habe heute angemacht, das Spiel mal wieder installiert. Da war ich Level 5. Also ich habe 3, 4, 5 Runden gespielt. Klar, auch meine Kills gemacht, aber ja, es ist halt nicht mehr meins. WoW ist schwer, irgendwie videotechnisch irgendwas zu machen. Deshalb werde, hört genau zu, ich werde die Aufgaben wahrscheinlich nicht mehr hochladen, was Fortnite betrifft. Aber was ich halt vorhabe, ist halt wieder wirklich so, was ich eigentlich schon vorher vorhatte, so Let's Plays, wo ihr quasi aufs Video reagieren könnt, wir spielen zusammen Spiel. Es werden eventuell, ich sage jetzt extra immer wieder eventuell, Livestreams kommen, sei es auf YouTube oder auch auf Twitch, müssen wir halt einfach mal gucken. Zum Beispiel hätte ich Bock bei Call of Duty im Zombie-Modus, habe ich auch die ganze Zeit gemacht, die ganzen Waffen hochleveln und hast du nicht gesehen, weil das Spiel ist eigentlich wirklich nicht schlecht. Es wird zwar von vielen schlecht geredet, aber schlecht ist es trotzdem nicht. Wer es halt wirklich mal ausprobiert hat und nicht so denkt, ja, das ist genauso wie früher und du triffst nur auf Noobs, seid mal ganz ehrlich, in welchem Spiel findet man noch Noobs? Die Zeiten sind vorbei, gefühlt ist doch inzwischen jeder Zweite am Zocken. Kommt mir jedenfalls so vor. Wer hat nicht alles daheim inzwischen, einen Rechner, eine Playstation oder Xbox und sitzt abends davor, anstatt abends Fernsehen zu gucken? Wer guckt sich noch Filme an? Höchstens noch nebenbei oder ja, ich gucke heute mal einen Film. Aber hauptsächlich sind wir inzwischen alle am Spielen, sei es mit Handy, PC, Wii, Switch, Playstation, Xbox und hast du nicht gesehen. Also ich sag mal so, das hier soll jetzt einfach nur ein ganz kurzes, wie lange sind wir schon dran? Schon wieder 4,5 Minuten. Einfach nur in Anführungszeichen Entschuldigungsvideo sein, warum ich 2 Monate zum Beispiel bei Twitch überhaupt nichts mehr gemacht habe, warum ich ein halbes Jahr keine Videos mehr hochgeladen habe. Halt aus gegebenen Anlässen. Ihr habt selber mitbekommen,
Auf YouTube konnte ich keine Musik abspielen, deshalb bin ich zu Twitch rübergegangen. Bei Twitch lief es wirklich bombastisch, aber irgendwann gingen mir halt auch die Custom Games auf den Keks. Ich meine, dass ich nicht aufs Geld angewiesen bin oder sag ich jetzt mal unbedingt das Geld haben will oder sonst irgendwas, das dürften inzwischen alle mitbekommen haben. Wer mich unterstützen will, unterstützt. Wer nicht, ist auch nicht schlimm, um Gottes Willen. Aber ich habe irgendwann nicht mehr das Gefühl gehabt, das ist das, was du halt wirklich tagtäglich machen willst. Aber da kann es natürlich auch sein, die Dosis kann es vielleicht machen. Vielleicht nur Mittwoch und Sonntag ein Stream mit Custom Games mit Fortnite. Halt eine gesunde Mischung finden. Ich habe auch viel mit meiner Frau geredet, die hat auch gesagt, ich bin einfach übertrieben. Wenn du jeden Tag dasselbe machst, irgendwann wird es langweilig. Aber jetzt habe ich halt mir echt überlegt, dass ich halt wirklich so mal ein paar alte Spiele durchgehe. Ich kann euch aber jetzt schon sagen, Let's Play will ich definitiv, hört gut zu, Genshin Impact machen. Jeder erzählt von dem Spiel, spiel das mal, hab's mir so ein bisschen angeguckt, das erinnert mich halt total an Dragon Quest. Ich weiß nicht, der ein oder andere wird's kennen. Und da habe ich aber auch irgendwann mal irgendeinen Teil gespielt. Es kommt mir also ähnlich vor. Soll natürlich auch, wie wenn ich richtig gelesen habe, so ein bisschen nach so die Richtung von Zelda sein, aber das Neue halt. Und es spricht mich eigentlich an, aber ich habe es schon auf der PlayStation ausprobiert, aber da gefällt mir die Performance halt nicht. Am PC gefällt es mir deutlich besser, deshalb werde ich das Ganze dann definitiv doch am PC machen. Wie eigentlich alle Spiele. Eigentlich hatte ich ja vor, die Spiele von der PlayStation 5 zu nehmen. Wo ist das Problem? Da. Und ganz ehrlich, ich sehe es nicht ein, für 800 Euro mir eine PlayStation zu kaufen und dann noch mit den, ich sag mal ganz ehrlich, wie Lotto spielen ist das zurzeit. Du kaufst bei einem eine PlayStation ab, der sagt natürlich unbenutzt und Karton nur aufgemacht, um zu gucken, ob die Konsole drin ist, weil könnte ja auch ein Ziegelstein drin sein. Aber ich traue den ganzen Lüfter nicht. Es geht nicht darum, ob ich jetzt 700 Euro oder 500 Euro bezahle, wenn ich dafür aber meinen Spaß habe, sage ich jetzt mal. Andere gehen am Wochenende, ja gut, zur Zeit wegen Corona natürlich nicht, geben mir Geld woanders aus. Ich gebe mein Geld halt hier aus, um Gottes Willen. Aber da ist mir das Risiko halt doch zu hoch, dass ich irgendwo einen meiner abkaufe, wo der Lüfter bald abbrennt und was weiß ich, ey, oder ein Torpedo startet. Oder COD, dass dann einfach die PlayStation ausgeht und tot ist. Nee, 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 das machen wir gar nicht. Deshalb, also ich würde sagen, hoffe, einige nehmen die Entschuldigung an, wenn nicht. Kann ich verstehen, um Gottes Willen. Wäre halt dann, ich sage, denk mal, ein Video werde ich heute noch hochladen, eventuell morgen früh erst dann so. Müssen wir dann halt mal gucken. Wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, was euer Empfinden so ist, was denn die Spiele allgemein derzeit so sind. Lohnt es sich überhaupt noch zu spielen? Weil im Prinzip, was haben wir? Wir haben FIFA, COD, Fortnite. Ja, jetzt noch ein bisschen Rocket League ist ein bisschen stärker hochgekommen. Habe ich schon wieder weh gesagt. Und ansonsten ist eigentlich alles nur noch so auf Online. Ich habe halt echt mal wieder Bock, so Storyline-mäßig was zu machen. Aber wir werden einfach mal gucken. Ich bin einfach mal gespannt, wer überhaupt noch da ist. Erstmal noch danke an Oksana und Risetti, meine ich. Ihr zwei seid die Einzigen, die auf YouTube noch Mitglieder seid. Erstmal danke dafür euren Support. Und auch danke an die drei Leute, die, was haben sie drin? Drei Leute, ich habe eben extra nochmal nachgeguckt. Also es ist echt schon krank, dass da immer noch welche da sind, die sagen, ja, dich unterstütze ich, die immer noch meinen Creator-Code drin haben. Also auf jeden Fall, da geht auch Gruß raus. Aber ich würde sagen, ich setze mich jetzt mal dran. Guck mal, wie ich das mit Genshin Impact mache, weil das hier hat jetzt schon eine Stunde genug gedauert, den Ton einzustellen wegen Mikrofon. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim ersten Let's Play von mir. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze dann aussieht. In dem Sinne, haut rein.